Heute nehme ich euch wieder mit zu einem Stück Zeitgeschichte. Für die Bürger der DDR sollte dieses Gebäude zur Erholung und Förderung einer sozialistischen Haltung dienen. Was davon noch übrig ist, seht ihr jetzt in diesem Video. Moin Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen kleinen Video an einem Mittwoch auf meinem Kanal. Man sieht schon im Hintergrund, es ist eine Ruine, die ich euch hier heute mal zeigen möchte. Geschichtsträchtige Ruine, geschichtsträchtige Mauern, so heißt es. Mit Säulen und jeder Menge alten Charme, wenn man so möchte. Erwartet keine großartigen Schätze, aber ich sage einfach mal, viel Spaß mit diesem Video. So, und damit geht's auch schon los. Hier vorne, unverkennbar der Eingang. Das Ganze bröckelt hier schon in allen Variationen und Fassungen vor sich hin. Das sieht man hier vorne und ja auch an den Stufen. Das Ganze wird jetzt hier so eingerahmt von irgendwelchen Säulen. Und ja, man kann da vorne sehen, das Gebäude ist nicht klein. Das geht in die Richtung noch eine ganze Zeit. Und da haben wir den eigentlichen Eingang. Und es sieht schon sehr imposant aus. Ich weiß nicht, ob ich es eben gerade in der Anmoderation gesagt habe. Das Ganze ist hier ein Teil von ja, der guten alten DDR. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum das Ganze so verfallen ist. Also man hatte hier, wenn man so möchte, nur noch den nackten Beton und ein paar Mauern. Aber das Gebäude hat auf jeden Fall was. Eben gerade draußen schon. Und jetzt haben wir hier Treppen, geschwungene Treppen nach oben. Ein großer einladender Blick nach draußen. Und auch hier kann man noch mal sehen, wie weit das Gebäude beim anderen Trakt reicht. Ich würde aber mal sagen, wir fangen hier unten an. Zur linken Seite. Das hat schon was, ne? Ich habe das noch so ein bisschen in Erinnerung, weil ich vor 4, 5 Jahren das schon mal hier war. Großer Saal. Eingerahmt von Säulen. Vorne war sicherlich mal eine Bühne drauf. So, und jetzt sehe ich da hinten Fliesen. Das wird wohl eine Küche gewesen sein. Oh ja. Eine sehr, sehr große Küche. Guckt euch das mal an. Also, ich weiß nicht, wie viele Personen hier mal Platz gefunden haben. Also nicht in der Küche, sondern natürlich in diesem Saal, aber entsprechend viele würden es gewesen sein bei der großen Anlage hier. Wenn man hier durchkommt auf der rechten Seite, hat es hier so ein Fenster. Hier wird wahrscheinlich die Ausgabe gewesen sein. Und wenn man jetzt mal so einen Blick nach oben richtet, es ist noch ein bisschen was da. Also es ist nicht nur eine komplette Rohbau. Also nur noch, nicht nur komplette blanke Mauern, sondern, ja, ich würde sagen, Teile von der Lüftungsanlage sind noch da. Auch hier. Vielleicht war das auch gar kein Saal in dem Sinne, sondern einfach der Speiseraum. Da oben ist auch noch was von der Lüftung. Jetzt haben wir hier so einzelne Räume. Das können natürlich jetzt Büros gewesen sein. Oder Lagerplätze, wahrscheinlich eher Lagerplätze. Hier sind Fliesen. Ja, wahrscheinlich Toiletten. Und übrigens, guck mal,
Ich euch hier mal aus dem Fenster raushalte. Wie verwunschen diese Anlage jetzt ist. Mit dem ganzen Verfall und den ganzen Bäumen. Hat schon irgendwas Atmosphärisches, ich würde fast sagen Gruseliges. Wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, wenn man wäre nachts hier. Oh. Hier haben wir einen Aufzug. Weiß nicht, ob der nach oben geht, kann ich mir vorstellen, aber es kann genauso gut auch sein, dass unten vielleicht ein Keller ist mit Lagern. Damit Lagerflächen, so Kühllager und sowas. Genau, hier würde es auch, wie man sehen kann, nach unten gehen. Das hier könnten auch Kühlkammern gewesen sein. Scheint so ein bisschen isoliert zu sein. Hier mit, weiß nicht, Styropor oder sowas. Hier auch. Mal diese riesige Küche. Das ist wirklich Wahnsinn. Das FDGB-Ferienheim Fritz Heckert wurde am 11. Juli 1954 eröffnet und verfügte zur besten Zeit über 150 Betten und eine Gaststätte mit Bar. Nach der Wende wurde es wie so viele andere Liegenschaften geschlossen und verfiel in den nachfolgenden 30 Jahren zusehends, bis 2021 endgültig von der Stadt der Verkauf angestrebt wurde. Bis 2026 soll es nach den letzten veröffentlichten Plänen eines Investors zunächst kernsaniert und dann als Wellnessanlage mit Restaurant wiedereröffnet werden. Ob das gelingen wird, halte ich persönlich für unrealistisch. Denkt man, man ist ebenherrlich in das Gebäude reingekommen und jetzt geht das hier so weit nach unten. Könnte man ja fast sagen, hier erstes Untergeschoss. Es hat schon was Atmosphärisches. Die Geräusche, die ihr hört, das sind andere Interessierte, die sich das Ganze auch anschauen wollen. Ist doch tatsächlich noch ein Möbelstück. Das ist wohl Teil von irgendeinem Sessel oder Stuhl. Irgendwas in der Richtung. Hier ist übrigens der Aufzug. Der ist, wie es scheint, ganz unten. Und irgendwie fehlt noch die Drähte, woran der aufgehangen ist, oder die Seile. Schöner Fußbodenbelag, natürlich alles fake. Das hat hier ebenfalls irgendwie was in Richtung von Küche. Ah, und hier sind Duschen. Eine zumindest noch, die übergeblieben ist. Hier hängt noch ein bisschen Lüftung runter, oder Lüftungsanlage runter. So, und dann haben wir hier das Ende anscheinend erreicht. Das Einzige, was es jetzt hier noch gäbe, sind irgendwelche. Ach, hier sind auch Aufzüge. Das sind kleinere Aufzüge für, weiß ich nicht, Essen oder Wäsche. Ich sagte ja bereits, dass es hier keine großen Schätze drin gibt. Und ich glaube, jeder hat das mittlerweile erkannt, wo wir jetzt hier sind. Ich komme mit den beiden Herren durcheinander. Das ist, glaube ich, hier Fritz Heckert. FDGB-Heim. War sicherlich mal eine sehr große Nummer. Und eigentlich gehört es für jeden sozusagen Erforscher, Urban Explorer, wie man es nennen möchte, dazu, wenn man in dieser Region ist.
Ich persönlich war einmal hier, das ist 5 Jahre, ist das bestimmt schon her, habe dann ein sehr kurzes Video gemacht. Solche Ruinen haben aber auch etwas. Also vor allem, wenn die eine gewisse Größe haben, es sind ja so viele Räume. In jedem Raum könnte was sein. Wir schauen jetzt mal eine Etage tiefer. Okay. Das wäre dann... Wenn man so möchte, das Erdgeschoss. Ist irgendeine Rampe, die hier noch umgeht? Okay, was haben wir hier? Viereckige Fenster. Hier unten noch irgendwas. An der Seite auch. Das sieht für mich aus wie Lüftung. Oder... Ja, weiß ich nicht. Könnten ja auch Generatoren gestanden haben. Sieht man in der Art und Weise auch ab und zu. Der Aufzug hat es aber wirklich hinter sich. Der ist garantiert nachträglich reingekommen. Okay, gibt es nichts weiter außer Laub. Hier gibt es eine große Tür. Ich weiß nicht, ich bin immer am Überlegen, ist das hier Anlieferung oder eine Anlieferung? Oder wozu können die gedient haben? Gerade bei solchen richtig alten Gebäuden, gerade wenn nichts mehr da ist, wo man irgendwie auf die, weiß ich nicht, auf die Nutzung schließen kann, kann man ja wie verrückt spekulieren. Und das ist das, was ich meine eben gerade, oder meinte eben gerade. Es ist wahnsinnig, ja, verwinkelt, groß. Und dann hat man hier einfach mal einen Raum, der absolut halt mit großen Türen, innen drinne irgendwelche Fliesen. Weiß nicht, kann das eine Kühlkammer gewesen sein oder allgemein Lagerräume? Drei Stück gibt es davon. Hier geht es auch noch weiter. So ein bisschen was sieht man noch hier unten mit irgendwelchen bunten Fliesen oder sowas. Aber das macht auf mich einfach den Eindruck von Lagerräumen. Ja, Erdgeschoss, Anlieferung, Lagerräume ist irgendwie etwas, was an sich irgendwie logisch zumindest klingt. Mal so, was sich so anschaut. Dieses Gebäude von außen, das hat einfach eine gewisse Mächtigkeit, oder? Allein schon die Anzahl der Fenster. Das hat was. So, jetzt geht's hier auch noch rein. Richtig verwunschen. Durch Bäume. Okay, hier sieht das wieder ganz anders aus. Also zum einen hier mit diesen Mauern, die hier angelegt sind, wofür auch immer. Und dann habe ich hier links irgendwas halb Rundes gesehen. Naja, so halbwegs rund. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Fast den Eindruck, als wenn hier eine Deckenstufe fehlt. Also hier bin ich mir irgendwie total unsicher. Hier sind Löcher, hier sind irgendwelche Sachen, wo man drauf stehen könnte. Und ich zeige euch das nochmal hier. Hier fehlt eine ganze Ebene. Die hat man richtig rausgebrochen. Da kann ich mir nur insofern erklären, dass hier irgendwelche Maschinen standen. Ich meine, man sieht hier auch ganz viel Rohre. Das weiß ich nicht. Mit diesen Auslässen hier an den Seiten. Ob das hier irgendwas zur ob das die Heizung war oder etwas ähnliches, kann ich mir zumindest vorstellen. Da kann man auf jeden Fall, wenn man so möchte, wild drüber spekulieren.
Weiter geht es nochmal runter. Guckt euch das mal an. Auch wenn wir jetzt hier ganz unten sind, in der untersten Ebene, hat das hier immer noch einen weiteren Keller. Hier geht es noch weiter runter. Hier ist noch ein weiterer Eingang. Jetzt gucken wir auch noch mal schnell rein. Okay, also außer Blätter, jede Menge Blätter und Müll haben wir hier nicht, sondern. Aber das war sicherlich das, was wir von oben gesehen haben, also in dem Raum da hinten, irgendwelche Rohre, die da langlaufen. Ja, sonst komplett leer. Wir gehen jetzt einfach mal außen rum und dann rein und dann die Treppen hoch. Und das hier, was ich euch hier gerade zeige, ist eine Art Trafohäuschen. Schätze ich einfach mal. Kann damit natürlich aber auch falsch liegen. Von außen sieht es einfach am imposantesten aus. Also gerade hier, ich glaube, das ist der Saal. Also Saal, der Speiseraum. Mit diesen großen Fenstern. Und was haben wir hier? Das müssen wir uns auch noch mal kurz angucken. Es ist keine Garage. Nee, guck mal. Hier ist die Heizungsanlage. Oder irgendeine Anlage. Hier ist einfach ein Steg drüber gelegt. Da geht es mindestens 3 Meter runter. Das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, hier ist irgendwas drunter. Ich kann euch von hier zeigen. Da standen wahrscheinlich mal irgendwelche Maschinen drauf. Ähnlich wie wir es unten schon gesehen haben, in der anderen Abteilung. Also da, wo eine Decke fehlte. Aber das ist natürlich alles demontiert. Ah, hier ist anscheinend eine Treppe. Was eine Form, ne? Diese halben Rundungen und die Balkons vorne drauf. Genau, hier habe ich gerade die Anmoderation gemacht. Dann geht es jetzt mal nach rechts. So, und jetzt sollten wir, genau, in den riesig langen Gang kommen, wollte ich gerade schon ankündigen. Von dem Gebäudetrakt, den wir schon gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass hier Unterbringung war. Ja. Zimmer. Abwechselnd mit anderen Zimmern, die irgendwie noch Fliesen haben. Hier stand sicherlich mal irgendwie eine Sitzgelegenheit, kann ich mir vorstellen. Und ansonsten hat es hier eigentlich ja sanitäre Anlagen oder sowas. Treppe nach oben. Mir fehlt jetzt eigentlich so eine Art Stationszimmer noch irgendwie. Oder so eine Verwaltung für einen Stationsbereich. Oder was heißt Stationszimmer? Das hört sich ja viel zu sehr nach Krankenhaus an. Ist es ja nicht. Aber irgendwie so eine Verwaltung. Ne? Stationsverwaltung. Oder Wohnbereichsverwaltung. Sucht euch irgendwas in der Richtung aus. Oh, ich glaube, die Dampflok hat gerade gepiept, getutet. Ja, also der Rest hier, ich glaube, der spricht für sich. Es ist immer das gleiche, leere Zimmer rechts und irgendwas, sanitäre Einrichtungen und so weiter links. Ja, dann blieb jetzt noch der Weg. Etage höher. Ja, das ist genau
das Gleiche. Wobei es hier bei Balkons hat. Ja. Ab dieser Ebene gibt es dann halt Balkons. Ich kann mir vorstellen, dass es zwischen den einzelnen Zimmern, die man eben gerade gesehen hat, also auf den Balkons, irgendwie eine Abtrennung gab. Irgendwie, damit man ein bisschen Privatsphäre hatte. So, wir hatten ja unten so kleine Aufzüge noch gesehen. Hier haben wir so einen. Ja, dann ist auch klar, wozu der war, für die Station. Wahrscheinlich dann für Wäsche oder sowas. Okay. Ich sag mal so, einmal falsch abgebogen. Und jetzt befinden wir uns hier vorne auf diesem Rundbau, also da vorne, wo die Balkons lang gehen. Nichts Besonderes. Aber das, was ich gerade noch gesehen habe, wir haben ja hier diesen, ich habe am Anfang gesagt Saal, hinterher habe ich gesagt, dass es ein, ja, so eine Art Speiseraum ist. Wenn ich jetzt aber diese Löcher hier in der Wand sehe, könnte auch ein Kino gewesen sein. Von der Höhe würde es passen. Oh, schaut mal hier. Jetzt wollte ich das Video eigentlich schon beenden. Und plötzlich gibt es hier noch einen Raum, wo wir noch Bodenbelag haben, den ich euch zeigen kann. Tja, was haben wir hier? Ist das Laminat? Keine Ahnung. Darunter auf jeden Fall Holz. Okay. Schön, das gesehen zu haben. Was heißt, schön, das gesehen zu haben? Ich habe eben gerade versucht, irgendeine Floskel zu finden. Also, gehört natürlich zum Lost Base dazu, kann man zeigen, aber ich habe das Ganze auch schon so eingeleitet mit, dass es hier keine großartigen Schätze zu entdecken gibt. Mein Problem ist, ich habe halt durch die lange Pause, die ich wegen meiner Verletzung hatte, ja, gerade bei den Mittwochsvideos, gerade momentan nicht mehr so viel. Deswegen nehme ich sowas einfach dankend mit. Hätte ich vielleicht sonst nicht gemacht. Obwohl es halt einfach für dieses Thema natürlich ein großes Ding ist und Fotografen, also unten die ganzen Säulen und so weiter, werden hier ihre Motive finden. Aber es ist halt kein voll eingerichtetes Wohnhaus, wo man irgendeine große Geschichte noch zu erzählen kann, das ist klar. Insofern kann ich einfach nur sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schaut gerne am Freitag vorbei, da kommt bestimmt was Ordentliches. Ich lasse mir schon was einfallen. Macht's gut. Ciao.